Holy shit, ey. Ich wollte gerade sagen, wir kämpfen mal mit Pummelhof, aber hier mit Bowser, nein, danke, ey. Pummelhof so ein Leichtgewicht gegen Bowser so ein Schwergewicht. Wohl. Komm, machen wir. Ist es eine Challenge? Ist es eine Unterhaltung für euch? Machen wir. Ach ja. Ist momentan ziemlich interessant aufgestellt. Wir haben einen Klempner, wir haben einen Ninja und zwei Ballons. So. Das machen wir. Uiuiui, ich rieche eine fette Niederlage. Ja, apropos fett, ne? Bowser. Boah, da noch so ein dreckiges Moorgedöns hier. Nein, Bowser! Oder Fake Bowser besser gesagt. Bams. Gegnerangriffe stärker auch nur. Alter! Tschüss, Bowser! Er hat das überlebt. Boah, tschüss mit Front Smash. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das mit Pummelhof schaffen gegen Bowser. Meine Güte, wo sind wir? Wo geht's denn da hinten lang? That looks very interesting. Fine. Gut, ich will die Truhe haben. Schauen wir mal. Ja. Wow. Ups. Ah! Wow. Was war denn das für ein Schaden, ey? Besser gesagt, was war das für ein Knockback? Ah! Nein. Ich glaube aber, dass dieser Abenteuermodus ein gutes Training ist, um in dieses Feeling von diesem neuen Smash reinzukommen. Oh Gott! Hätte das jetzt durchgezogen! Alter, was ist das für ein Notpack? Wow, 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 wow. Oh shit, das war dumm, das war so dumm, das war dumm. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Das hat aber nicht so viel gebracht. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Charakter.
Vielleicht sollte ich mal so einen Geist ausprobieren. Ich glaube, das wäre mal ein guter Zeitpunkt. Bilde deinen Kämpfer! So, was haben wir hier? Details. Erhält empfangenen Schaden durch Feuer und Explosion. Was ist denn hier? Erhält eine Sprungkraft leicht. Ein Renntempo. Erhöht das eigene Renntempo. Empfangener Schaden durch Nahkampfwaffen, wie Schwerter. Schwerter und Peitschen. Okay, machen wir das mal. Okay. Versuchen wir es. Bereit? Los! Ich frage mich, ob das Evoli mir überhaupt irgendwas bringt. Du ein Schwert hast, dann nutze ich auch ein Schwert. Und werfe es erstmal weg, wie ich trottel. Oh, dass ich mich da noch retten konnte. Gespiked. Das liebe ich. Alter, Endivir, ja. Evoli erstmal zig Dutzend Level-Ups. Geil. Puh. So, gib mir Belohnung. Forest Stage. Neues Musikstück. Nice. Ich weiß gedacht, wir hätten eine neue Stage freigeschaltet. Oh, und da war's doch schon ein neuer Charakter auf uns. Könnte das Peach sein? Also jetzt nicht hier die Peach, sondern den Charakter, den wir auch wirklich freischalten können. Anpassen wir. Machen wir das Evoli da weg. Machen wir was anderes. Mach mal das hier. Erhöhen wir unser Renntempo hier. Mhm. Eine Sprung halt Ausdauer kämpfen. Haben wir das hier erhöht eigene Sprungkraft? So, dann gucken wir mal. Haben wir mehr Tempo-Boost und mehr Sprungkraft? Los! Holy Macaron! Alter, jetzt muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass ich so hoch springen kann. Ah! Nervt er in dieser mit ihrer Fähigkeit, dass sie sich so langsam runterfallen lassen kann. Ich treffe sie nicht!
Bams. Easy peasy. Yoshi! Jawohl! Was? Nachteiliger Geistertyp. Okay. Wie kann ich den... Ah, den Geist kann ich entfernen, okay. Gut, versuchen wir es mal ohne Geist. Wir haben jetzt mal so ein paar Geister gesehen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal noch ein paar mehr freischalten, damit ich noch besser zeigen kann, was man mit den Geistern so alles machen kann. Boah. Yeah! Erstmal Daumen hoch, Mario. Yoshi kämpft nun mit. Super, dann spielen wir doch gleich mal mit ihm. Oh. Was nun? Okay. Oh, Costurso. Ui, das wird jetzt interessant. Kampfinfos. Der Gegner hat Superrüstung, ist aber langsamer. Es erscheinen nur bestimmte Pokémon aus Pokébällen. Ja, gut. Wie gesagt, wir zocken jetzt mal mit Yoshi! 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 So, let's go! Yoshi soll ja auch ein Schwergewicht sein, auch wenn man es irgendwie so ansieht. Oh, Costoso! What the fuck? Alter, dieses scheiß Costurso geht mir jetzt schon auf den Sack. Alter! Okay. Bereit? Los. Vielleicht muss ich in Fernangriffe gehen. Verschwindet dieses Costurso auch nochmal? Costurso. Ich hab ein bisschen Angst, wisst ihr? Okay, es haut ab. Oh, super Ammo von dem. Okay, wir haben ihn jetzt so weit, dass er auch ein Knockback kriegt. Gott, wenn er mich jetzt damit trifft, ey, dann gute Nacht. Brams! Mit dem Upsmash. Holy moly. Alter, ey.
Ja, erstmal abwarten, bis das Costoso verschwindet, weil das nervt einfach nur. Ich würde sagen, wir gehen mal da lang. Dive Man. Und gegen einen Mega Man-Klon antreten. Bereit? Los! Oh, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Wow! Hey, Yoni! Oh, das war ein KP-Kampf. Ich achte da immer nie drauf. Das ist ein KP-Kampf. Ein Ausdauerkampf. Ihr merkt schon. Bereit? Los! Okay, den ersten haben wir. Und den zweiten. Puh. Und was haben wir in der Truhe? Wieder ein Lernjuwel. Die Strömung ist viel zu stark. Es würde dich glatt mitreißen. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Okay, dann gehen wir erstmal da lang. Im Pit. Ja, wir kämpfen noch einmal mit Yoshi und dann wechseln wir den Charakter mal wieder. Oh, ich wollte doch zufällig wählen als Charakter. Ja, machen wir das beim nächsten Mal, wenn ich hoffentlich dran denke. Es ist kein Ausdauerkampf. Gut, ich weiß Bescheid. Drums. Boah. Nein, so richtig dumm gestorben! Boah, das ist jetzt unnötig. Das war jetzt so hart unnötig. Boah, da hatte ich jetzt aber Glück. Voll die Stage ausgenutzt. Gut, wo kommen wir da lang? Okay, aber auf der anderen Seite war noch ein Charakter. Oh, gegen da rein, oh Gott. So, wir machen zufällig. Mit Pummeluff. Wow, das kann ja was werden. Bereit?
Handel! Oh, win! Nix mit Arcfire. Komm, jetzt fliege mal raus, Junge. Bam! Mit der Back Air. So, gucken wir mal im Wissensbaum nach, ob wir nicht noch irgendwas Nettes freischalten können. Smash-Bewahrer. Unbegrenzte Smash-Aufladedauer bei gedrückt halten des Knopfes. Haben wir das nicht schon? Aber machen wir das mal. So, was können wir noch machen? Wandlungsdauer, Dauer von Transformation etwa durch den Superpilz. Und bei hohem Schadenswert kurzzeitig die Angriffskraft. Ja, machen wir mal die Standardangriffe. Erhöhen wir die mal. Bremskraft erhöht Bremskraft auf dem Boden. Bei unter 30% Schaden leicht stärkere Abwehr. Ja, machen wir das mal. Gut. Haben wir wieder ein bisschen was gelernt, ne?